Ein Jumbo-Jet der TWA befindet sich auf einem Routineflug von New York nach Paris. Plötzlich explodiert er und stürzt brennend in den Atlantik. An Bord sind mehr als 200 Passagiere. Ist das Flugzeug einem Raketenangriff, einem Terroranschlag oder einem technischen Fehler zum Opfer gefallen? Mit Hilfe einer Computersimulation enthüllen wir, was wirklich an Bord von Flug TWA 800 geschah. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Ereignisse. Der Schlüssel zur Katastrophe liegt in den letzten Sekunden vor dem Unglück. USA. New York City. John F. Kennedy Airport. 17. Juli 1996. Die Sicherheitsvorkehrungen an New Yorks belebtestem Flughafen wurden erhöht. Zehntausende werden heute auf dem Kennedy Airport landen oder von hier abfliegen, auf etwa 1000 Flügen. Sie alle sind ein potenzielles Ziel für Terroranschläge. Im nahen Manhattan steht gerade der Terrorist Ramzi Yousuf vor dem US-Bundesgericht. Er ist angeklagt, mit einer 600 Kilogramm Autobombe einen Anschlag auf das World Trade Center ausgeführt zu haben. Ein weiterer Anklagepunkt lautet, dass er geplant hatte, Hunderte von Unschuldigen durch Bomben in amerikanischen Flugzeugen zu töten. Das FBI weiß, dass viele Mitglieder von Yousufs Terrorzelle immer noch nicht gefasst sind und womöglich neue Anschläge planen. Die Vereinigten Staaten waren in höchster Alarmbereitschaft, denn es gab zahlreiche Drohungen. Es waren Hunderte. Heute fahren auch zwei junge College-Studentinnen aus Macon, Georgia, zum Kennedy-Flughafen. Becky Olsen, 20, und Michelle Becker, 19, sind beste Freundinnen aus gemeinsamen Highschool-Tagen. Sie sind aufgeregt, denn heute fliegen sie nach Paris zur Hochzeit eines Freundes. Anschließend wollen sie mit Erlaubnis ihrer Eltern eine Rucksacktour durch Europa unternehmen. Sie waren aufgeregt und freuten sich auf ein wunderbares Abenteuer. Diese Reise war für sie das Größte, gleich nach Schokoladenkuchen. Für die Mädchen soll es eine ganz besondere Reise sein. Michelles Vater, Walter Becker, hat genug Flugmeilen gespart, damit die Mädchen in der ersten Klasse fliegen können. Damals war die erste Klasse noch die erste Klasse. Und sie erwarteten einen wirklich schönen Hin- und Rückflug. 16.31 Uhr. Die Boeing 747, die als Flug TWA 800 nach Paris fliegen soll, landet auf dem Kennedy-Flughafen. Sie ist 25 Jahre alt und hat mehr als 16.000 Flüge auf dem Buckel. Tankwagen nähern sich dem Flugzeug. Und das Bodenpersonal pumpt 114.000 Liter Jet-A-Treibstoff in die 6 Flügeltanks. Mehr als genug für den Flug nach Paris. Der größte von ihnen, der mittlere Flügeltank, kann daher fast leer bleiben. In der Nähe von Baltimore, Maryland, beendet der 29-jährige Jamie Hurt letzte Arbeiten in der Reparaturwerkstatt seiner Familie. Okay, du kannst am Dienstag weitermachen. Wie findest du das? Also vielen Dank. Tschüss. Nachdem Jamie vor 2 Jahren in den Betrieb eingestiegen war, hatte er im Büro seines Vaters Jim ein Computernetzwerk eingerichtet. Er hat uns sozusagen aus der Steinzeit in die Gegenwart gebracht. Jamie fliegt nach Paris, um sich mit seiner Freundin Hope zu treffen, die in Frankreich auf einem Schüleraustausch ist. Es ist sein erster Flug nach Europa. Vom Terminal 5 des Kennedy-Flughafens ruft Michelle Becker zu Hause an, um ihre Mutter um Rat zu fragen. Hallo Mama. TWA bietet Passagieren Ermäßigungen, wenn sie auf einen späteren Flug umbuchen. Meinst du, wir sollten den Billigflug nehmen, um etwas Geld zu sparen? Eine schwierige Entscheidung. Die Mädchen wollen nicht ihre freien Flugmeilen riskieren. Andererseits könnten sie das Geld gut gebrauchen. 18 Uhr. 212 Passagiere gehen an Bord des Fluges 800, der pünktlich um 19 Uhr startbereit ist. Unter ihnen befindet sich Jamie Hurt. Es sind nur noch 8 Stunden, bis er seine Freundin Hope wiedersehen kann.
Heute Abend ist Kapitän Steven Snyder für die Besatzung verantwortlich. Mit seinen 4700 Flugstunden auf 747 Boeings ist er einer der erfahrensten Piloten der TVA. Neben Snyder sitzt der TVA-Veteran Kapitän Rolf Kevorkian im Cockpit. 19 Uhr. Kapitän Snyder und die Besatzung sind bereit. Doch es gibt ein Problem. Eine Passagierin ist noch nicht an Bord, ihr Gepäck befindet sich jedoch schon im Frachtraum. '88 explodierte der Flug Pan M103 mitten in der Luft über dem schottischen Lockerbie. 270 Menschen kamen ums Leben. Terroristen hatten eine Tasche mit einer Bombe darin in den Frachtraum geschmuggelt, waren aber selbst nicht an Bord gegangen. Seitdem dürfen Flugzeuge nicht mehr starten, bevor der zu dem Gepäck gehörige Passagier nicht auch an Bord ist. Der Start wird verschoben, während das Flughafenpersonal den fehlenden Passagier sucht. Draußen sind 28 Grad Celsius und auf dem Asphalt des Vorfeldes erwärmt sich der Jumbo. Die Uhr tickt, während die Klimaanlage unter dem Rumpf für einen kühlen Passagierraum sorgt. 50 Minuten vergehen, doch der mysteriöse Passagier bleibt verschwunden. Um 19.59 Uhr kontaktiert das Flugsteigpersonal die Besatzung. TWA Flight 800, sorry about that. TWA Flug 800, entschuldigen Sie die Verspätung. Wir bestätigen, dass der Passagier bereits an Bord ist, schon die ganze Zeit. 20.19 Uhr. Schließlich startet Kapitän Kevorkian die 747. Mit einer Stunde und 20 Minuten Verspätung hebt Flug 800 ab. Ihre Flugroute wird die Boeing durch einen der dichtesten Lufträume der USA führen und außerdem eine amerikanische Militärzone im Süden berühren. In Waffentestphasen führt die Luftverkehrskontrolle Flüge weiträumig um gesperrte Lufträume herum. 20.31 Uhr. Flug 800 steigt in den Abendhimmel. David McClain, Pilot der Eastwind Airlines, nähert sich mit seiner Boeing 737 dem Flughafen Trenton in New Jersey. Er sieht den Jumbojet vor sich. Es war eine schöne Nacht mit guter Sicht. Dort oben ist der Verkehr sehr dicht, darum muss man ständig die Augen offen halten. Die Luftverkehrskontrolle erteilt dem Flug 800 die Freigabe, noch weiter zu steigen. TWA 800, drehen Sie nach links auf Vektor 050 und steigen Sie um den Verkehr herum. Fliegen auf 4500 Meter. Die Besatzung und die Passagiere machen sich für den Flug bereit. Dann plötzlich Ich dachte, mein Gott, da müssen 300 Menschen an Bord sein. Ich glaubte an eine Bombe. Ein Routineflug nach Paris, 12 Minuten nach Verlassen des John F. Kennedy Airports. Der Flug TWA 800 explodiert in einem gewaltigen Feuerball. In der Luftverkehrszentrale verschwindet Flug 800 plötzlich von den Radarschirmen. Der Pilot der Eastwind Airlines, David McClain, berichtet der Luftverkehrskontrolle. Wir haben hier gerade eine Explosion beobachtet. Höhe etwa 5000 Meter. Die Maschine ist ins Wasser gestürzt. Die Luftverkehrskontrolle versucht, Flug 800 über Funk zu erreichen. TWA 800, wenn Sie die Zentrale hören, melden Sie sich. Es kommt keine Antwort. TWA 800, wenn Sie die Zentrale hören, melden Sie sich. Man beginnt, die schreckliche Wahrheit zu ahnen. TWA 800, hier Zentrale. Ein paar tausend Meter tiefer fliegt ein Hubschrauber der Air National Guard und gerät in den Bereich der Explosion. Ich sah über meine rechte Schulter und da explodierte dieses Feuer am Himmel.
Es kam herunter wie ein Napalmregen. Brennende Wrackteile fallen überall um sie herum zur Erde. Einige davon brannten noch. Wir sahen sie zu Asche verglühen. Die Hubschrauberbesatzung ist jetzt in Gefahr, denn Trümmerteile könnten die Rotorblätter treffen. Dann würden auch sie ins Wasser stürzen. Wir mussten da raus. Die Hubschrauber-Crew kann sich in Sicherheit bringen und beeilt sich, Hilfe zu holen. Nach der Rückkehr auf die Basis bereitet Major Mike Noyce ein Hubschrauberkommando vor, das zur Absturzstelle fliegen soll. Der Adrenalinpegel steigt, denn wir sollten da draußen nach Überlebenden suchen. Er weiß, dass es möglich ist, einen Flugzeugabsturz im Wasser zu überleben. Und die Wassertemperatur beträgt 18 Grad Celsius. Wenn noch Menschen im Wasser treiben, könnten sie bis zu 8 Stunden am Leben bleiben. Die Küstenwache in East Mauritius auf Long Island erfährt, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Sie eilen auf See hinaus. Ein Rettungshubschrauber der Air National Guard ist zuerst am Unglücksort. Das Meer unter ihm steht in Flammen. Stellen Sie sich ein Lagerfeuer vor und das hier erstreckte sich über 400 bis 800 Meter. Inzwischen werden die ersten Nachrichten vom Unglück gesendet. Hier kommen unsere neuesten Informationen über den Absturz des Fluges TWA 800 ins Meer bei Long Island, New York. Auch Orly und Walter Becker sehen die Nachrichten im Fernsehen. Sie begreifen, dass dies der Flug ihrer Tochter Michelle ist. Die ersten Bilder, die man sehen konnte, zeigten das aus einem Hubschrauber aufgenommene Trümmerfeld. Die Flammen kamen aus dem Wasser. Und ich sagte, mein Gott. Doch dann erinnert sich Orly Becker an Michelles Anruf in letzter Minute vom Flughafen. Meinst du, wir sollten den Billigflug nehmen, um etwas Geld zu sparen? Michelle erzählte ihrer Mutter, dass TWA bei einer Umbuchung auf einen späteren Flug billigere Tickets anbot. Orly erinnert sich mit Schrecken, dass sie Michelle geraten hat, auf dem Flug 800 zu bleiben. Jetzt betet sie, dass die Mädchen ihren Rat ignoriert haben. Ich fragte mich, ob sie wirklich in dieses Flugzeug gestiegen waren. Vielleicht hatten sie ja noch umgebucht und waren nicht an Bord gewesen. Orly ruft Beckys Eltern an und spricht mit ihrem Vater Donald Olsen. Hey Orly, was ist los? Ich sagte, sie haben keinen Anruf von Becky erhalten, dass sie den Flug noch umgebucht haben, oder? Donald verneint. Die Mädchen hatten nicht angerufen. Dann erzählte Orly, dass es einen Flugzeugabsturz gegeben hat und CNN bereits darüber berichtet. Eine Boeing 747 ist etwa 32 Kilometer südlich von Long Island mitten in der Luft explodiert und in den Atlantik gestürzt. Den Familien wird klar, dass Michelle und Becky in das Flugzeug gestiegen waren. Jetzt können sie nur noch die schrecklichen Szenen im Fernsehen verfolgen. Doch sie hoffen weiter, dass die Mädchen den Absturz überlebt haben. Wir sprachen miteinander, hielten uns in den Armen und weinten. Wir sagten uns, dass die Mädchen sehr sportlich und gute Schwimmer waren. Der Rettungseinsatz ist ein Albtraum, doch die Suche nach Überlebenden geht weiter. Ich sagte Becky die ganze Nacht hindurch, schwimm weiter. All night long. Familien in den gesamten USA und anderswo erleben eine Nacht voller Schrecken. Ihre einzige Hoffnung ist, dass ihre Lieben irgendwo auf dem dunklen Meer noch am Leben sind. Lange genug, um gerettet zu werden. Auf dem Flug von New York nach Paris explodiert Flug 800 mit 230 Menschen an Bord und stürzt brennend in den Atlantik. Zwei Stunden später suchen Rettungskräfte den Ozean nach Überlebenden ab. Nach drei Stunden Suche haben die Retter immer noch keinen einzigen Überlebenden entdeckt.
Sie haben 13 Quadratkilometer Ozean abgesucht. Jetzt steht fest, dass alle 230 Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Das Rettungsteam steuert den Hubschrauber zurück zur Basis. Wir gaben unser Bestes, um Überlebende des Absturzes zu finden. Es war schrecklich für uns, mit leeren Händen zurückzukommen. Uhr morgens. Die Sonne geht über dem Meer auf, das mit den Überresten des Fluges 800 übersät ist. Bootsbesatzungen bringen Wrackteile in die Station der Küstenwache in East Mauritius. Retter haben 73 Leichen geborgen, aber keine Überlebenden. Jamie Hurts Vater Jim muss erkennen, dass jede Hoffnung, sein 29-jähriger Sohn könne den Absturz überlebt haben, vergebens ist. Das war eine schlimme Zeit. Die Gedanken kreisten ständig nur um diese eine Sache. Ich stellte mir immer vor, ich würde losfahren und Jamie zurück nach Hause holen. Die Nachricht erreicht das FBI in New York und dessen stellvertretenden Direktor James Carstrom. Carstrom vermutet sofort, dass der Absturz kein Unfall war. Mein Bauch sagte mir, dass dies die Tat eines Kriminellen, eines Terroristen war. Weniger als 12 Stunden nachdem Flug 800 brennend ins Meer gestürzt war, sind Ermittler am Absturzort. Selbst abgebrühte Beamte wie Carstrom sind über das Ausmaß der Zerstörung schockiert. Ich werde niemals den Anblick dieses meilenweiten Trümmerfeldes vergessen. Piloten, die zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nähe flogen, berichten den FBI-Agenten, dass die Explosion wie aus heiterem Himmel erfolgte. Doch Augenzeugen am Boden hatten etwas Merkwürdiges beobachtet. Bei uns riefen 50 bis 60 Leute an, die etwas am Himmel gesehen hatten. Einigen Berichten zufolge hatte sich dem Feuerball etwas genähert. Insgesamt 258 Augenzeugen berichten dem FBI, dass sie im Moment des Unglücks einen Streifen am Himmel gesehen hatten. Ich verfolgte einen orangeroten Lichtstrahl, der sich aus meinem linken Blickfeld fortbewegte. Zwei Augenzeugen konnten sogar Fotos machen. Eines davon zeigt einen merkwürdigen Schweif am Himmel, das andere ein raketenförmiges Objekt. Carstrom muss eine schreckliche Möglichkeit in Betracht ziehen. Hatten Terroristen Flug 800 mit einer Rakete abgeschossen? Ein solcher Anschlag nur wenige Kilometer vor der US-amerikanischen Küste könnte eine neue Phase des Terrorismus für die USA und den gesamten Westen einleiten. Die USA hatten zuvor islamische Freiheitskämpfer in Afghanistan mit schultergestützten Boden-Luft-Raketen ausgerüstet. Carstrom weiß, dass sich viele dieser Waffen jetzt in den Händen von Terroristen befinden, die entschlossen sind, einen Anschlag in den USA auszuführen. Doch diese Raketenwerfer haben nur eine Reichweite von 8 Kilometern. Da der Flug 800 in 13 Kilometer Entfernung vom Festland abstürzte, könnte eine Rakete dieses Typs nur vom Meer aus abgefeuert worden sein. Der Tatort erstreckte sich damit über tausende Quadratkilometer Ozean und außerdem auf Long Island und den Hafen von New York. Das war eine gewaltige Aufgabe. Mithilfe einer Rekonstruktion der Ereignisse und genauester Nachforschungen enthüllen wir, was wirklich auf dem Flug 800 geschah. Eine Computersimulation bringt uns an Orte, an die keine Kamera jemals gelangen könnte, mitten ins Zentrum der Katastrophe. Die Agenten befragen 670 Augenzeugen. Sie prüfen akribisch jede Bewegung von 20.000 Fahrzeugen in der Region und unterziehen gestohlene und zurückgelassene Boote einer forensischen Untersuchung. Doch sie entdecken keine Anhaltspunkte. Dann aber nimmt die Raketentheorie eine erstaunliche Wendung. Geschichten und Gerüchte kursieren im Internet und in der Presse. Es gibt ungewöhnliche Mutmaßungen, etwa dass der Flug 800 nicht von Terroristen, sondern durch ein schreckliches Versehen der US-Marine vom Himmel geholt wurde. Carstrom erfährt, dass 8 Kriegsschiffe, 8 U-Boote und 5 Militärflugzeuge in einer Zone von 550 Kilometern um den Unglücksort operierten.
Eine Lockheed P-3 und ein Unterseeboot waren gerade im Manöver. Korsturm lässt Dutzende FBI-Agenten die Logbücher überprüfen. Nach wochenlanger Arbeit steht jedoch fest, dass in jener Nacht keine Raketen abgefeuert wurden. Das FBI untersucht auch zwei verdächtige Fotos. Sie entdecken, dass bei einem davon der Fotograf in eine dem Flug 800 gänzlich entgegengesetzte Richtung gehalten hatte. Technikexperten schließen, dass das gezeigte Objekt tatsächlich ein Flugzeug ist. Sie identifizieren außerdem den seltsamen Streifen auf dem anderen Foto als schlichte Filmablagerung. Das FBI konstatiert, dass die Friendly-Fire-Theorie haltlos ist. Die Untersuchungen kommen nicht voran. Doch Pierre Salinger, ehemaliger Pressesprecher des Kennedy-Flughafens, bringt sie mit einer erstaunlichen Aussage wieder in Gang. Er behauptet, es gebe neue Erkenntnisse. Flug 800 sei von einer Rakete der US-Marine getroffen worden. Und er könne das beweisen. Kilometer vor Long Island in 77 Meter Tiefe sehen sich Marinetaucher einer Mammutaufgabe gegenüber. Sie müssen die Überreste des Fluges TWA 800 aufspüren, die über ein Gebiet von 104 Quadratkilometern verstreut sind. Inzwischen geht das FBI einer neuen, verstörenden Anschuldigung nach. Der ehemalige Pressesprecher des Kennedy Airports, Pierre Salinger, behauptet, er hätte Beweise dafür, dass die US-Marine die Boeing aus Versehen abgeschossen habe. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir mit Sicherheit sagen können, dass unsere Vermutungen richtig sind. Er präsentiert die Radaraufzeichnungen der Flugkontrolle. Diese zeigen ein merkwürdiges Flugobjekt in der Nähe der Unglücksmaschine. Was man hier sieht, ist eine Rakete, die gleich die Boeing treffen wird. Viele Zweifler an den bisherigen Theorien unterstützen Salingers Behauptung. Salinger vermutet, dass die Rakete von der USS Normandy, einem Raketenkreuzer der Aegis-Klasse, 340 Kilometer südlich von Long Island abgefeuert wurde. Das FBI überprüft noch einmal die Aktivitäten der US-Marine. Die Beamten stellen schnell fest, dass die USS Normandy wenigstens 160 Kilometer zu weit entfernt war, als dass ihre Raketen Flug 800 hätten treffen können. Wir accounted for every piece of ordnance on the Normandy and every other military ship in the region. Wir haben alle Befehle, die auf der Normandie und allen anderen Kriegsschiffen auf dem Gebiet erteilt wurden, genauestens geprüft. Dasselbe gilt für alle U-Boote und alle Flugzeuge, selbst diejenigen, welche keine Vorrichtungen zum Abschuss von Raketen trugen. Doch sie finden nichts. Wissenschaftler analysieren die Radaraufzeichnung. Sie entdecken, dass die Spuren nur Interferenzen sind. Ein wohlbekanntes Phänomen, das man Radargeister nennt. Es handelt sich um Bildverdoppelungen eines Expressfluges 18, der in der Nähe flog. Die Friendly-Fire-Theorie kostet die Ermittler Tausende von Arbeitsstunden. Daher putzt ein ausgelaugter Korsturm die Verschwörungstheoretiker auf einer Pressekonferenz herunter. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in jedem Winkel gesucht und alle Möglichkeiten ausgelotet haben. Das Militär dieses Landes hat nichts mit dieser schrecklichen Tragödie zu tun. Eine von Terroristen versteckte Bombe oder ein Raketenabschuss bleiben dennoch die wahrscheinlichsten Gründe für die Katastrophe des Fluges 800. Die letzte Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden, liegt jedoch in einer Untersuchung der Wrackteile. Diese Aufgabe übernimmt eine FBI-Partnerorganisation, die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde NTSB. Sie will vor allem die Flugschreiber der Boeing finden. Seit dem Unglückstag suchen Taucher der US-Marine die mit Wrackteilen übersäten tiefen Gewässer vor Long Island ab. Eine mühsame und gefährliche Arbeit, denn der Meeresboden ist voller rasiermesserscharfer Trümmerteile. Nach 6 Tagen Suche gibt es immer noch keine Spur von den Blackboxes. Es ist möglich, dass die Strömung sie im Sand begraben hat.
Doch dann, am siebten Tag, entdeckt ein Taucher einen orangefarbenen Gegenstand. Der Stimmrekorder aus dem Cockpit. Das ist er. Siehst du die Leuchte an seiner Oberseite? Willst du ein Foto machen? In Ordnung. Es ist der Stimmrekorder aus dem Cockpit. In Sekunden hat sich die Situation gewendet. Der Flugschreiber liegt nur wenige Meter entfernt. Hast du sie beide? Mein Gott. Taucher bringen die Blackboxes schnell an die Oberfläche. Um eine Beschädigung durch Oxidation zu vermeiden, müssen sie in Salzwasser aufbewahrt werden. Der NTSB-Ermittler Bob Swain hält den Fund für den möglichen Durchbruch. Als die Taucher mit den Boxen nach oben kamen, waren wir von der NTSB sehr aufgeregt. Doch es gibt ein Problem. Die Boxen sind durch die Explosion verformt und aufgebrochen. Die Ermittler befürchten, dass die Bänder darin den Absturz nicht überstanden haben. Dennoch werden sie eilig ins NTSB-Hauptquartier gebracht. Sie hoffen, dass sie dort etwas auf den Aufzeichnungen finden. Das Aufnahmeband wird vorsichtig aus dem Schutzgehäuse geholt und auf ein Abspielgerät gelegt. Wider Erwarten ist das Band unversehrt und abspielbar. TWA 800, drehen Sie nach links auf Vektor 050 und steigen Sie um den Verkehr herum. Links steigt Vektor 050. Sie analysieren sorgfältig jedes Wort des Piloten und die Aufzeichnungen des Flugschreibers. Fliegen auf 4000 Meter. Sie suchen die letzten Sekunden der Aufzeichnung nach Hinweisen für den plötzlichen Verlust der Boeing ab. Steigen auf 4500 Meter. Doch um 20 Uhr 31 und 12 Sekunden reißt die Aufzeichnung plötzlich ab. Was auch immer auf Flug 800 passiert ist, die Piloten hatten keine Zeit zu reagieren. Die Aufregung über den Fund schlägt in bittere Enttäuschung um. Weder der Stimmrekorder noch der Flugschreiber haben uns weitergeholfen. Um die Absturzursache zu klären, müssen sich die Ermittler jetzt vollständig auf die geborgenen Wrackteile des Jumbojets stützen. Wenn Flug 800 durch eine Bombe oder eine Rakete zum Absturz gebracht worden war, würde es Beweisspuren geben. Metallurgen der NTSB untersuchen die Bruchstücke unter dem Elektronenmikroskop. Sie suchen die typischen mikrofeinen Löcher, die Sprengstoff in Metall hinterlässt. Da er schon bei den Ermittlungen zum Absturz der Pan Am 103 dabei war, weiß der Metallurg Jim Wildy genau, wie ein Bombenschaden aussieht. Aber er entdeckt keine Spur davon. Wir haben jedes Teil quadratzentimeterweise untersucht. Jeden Bruch, jede Oberfläche, jedes Teil wurde sofort genau geprüft, um Spuren einer Bombenexplosion zu entdecken. Doch auf der TWA-Maschine gab es einfach keine Beweise dafür. Zur selben Zeit analysieren Forensiker des FBI mehr als 9000 Teile im Chemielabor. Sie wissen, dass Sprengstoffspuren unter Wasser weiter bestehen. Wochenlang finden sie nichts. Doch dann macht das FBI eine bedeutende Entdeckung. Man hat bei den Untersuchungen zu Flug TWA 800 mikroskopisch kleine Explosionsspuren unbekannter Herkunft gefunden. Ich bekam einen Anruf von unserem leitenden forensischen Chemiker. Der feinste Spuren von Plastiksprengstoff entdeckt hatte. Die Ermittler scheinen endlich einer Erklärung näher zu kommen. Offensichtlich handelte es sich um einen Bombenanschlag. Dies ist eine außergewöhnliche Entdeckung. Die Spuren haben mehrere Wochen im 37 Meter tiefen Wasser überdauert. Sie konnten unter einem Stück Teppich Klebeband nachgewiesen werden. Das ist ein schlagender Beweis für einen Bombenanschlag durch Terroristen an Bord des Fluges 800. Kostrom bleibt jedoch skeptisch. Das ergab keinen Sinn. Die anfängliche Reaktion war wow. Aber die Fakten passten nicht zusammen. Der gefundene Bodenbelag zeigte keine Spuren einer Explosion.
Auf der Suche nach einer Erklärung nimmt das FBI die Geschichte der Boeing unter die Lupe. Gewissenhaft werden Dutzende von Fällen geprüft, in denen das Flugzeug anderen Nutzern zur Verfügung gestellt worden war. Die Agenten entdecken, dass die Polizei von St. Louis das Flugzeug einen Monat vor dem Absturz gemietet hatte, um Spürhunde auszubilden. Die Hundeführer teilen dem FBI mit, dass sie dafür RDX und PETN benutzt hatten. Eben die Substanzen, die an Überresten des Fluges 800 nachgewiesen wurden. Dabei war eine dieser Trainingshilfen aufgebrochen worden und hatte vermutlich kleine Mengen Sprengstoff abgegeben. Der Sprengstoff ist also echt. Doch er ist nicht der Grund für den Absturz. Die Ermittlungen laufen ins Leere. 6 Monate nach der Katastrophe hat das FBI keine Beweise für einen Raketenangriff oder eine Terrorbombe gefunden. Jetzt konzentriert sich die MTSB auf verhängnisvolle technische Fehler als mögliche Absturzursache. In einem Hangar in Calverton, New York, setzten Jim Wilde und sein Team die 747 aus fast 1 Million Trümmerteilen wieder zusammen. Allein die Rekonstruktion der Rumpfmitte dauert 3 Monate. Der Rumpf ist über und über mit Bruchstellen bedeckt. Um festzustellen, wo das Auseinanderbrechen des Flugzeuges seinen Ausgang nahm, muss Wilde zunächst die Abfolge der Brüche berechnen. All diese frühen Bruchstellen sind von einem Ort ausgegangen, und zwar genau hier im Rumpf, vor dem Holm, nahe der Unterseite der 747. Die Abfolge der Brüche zeigt Wilde, wie die Maschine zerbrochen ist. Die Bruchstelle an der Unterseite der Boeing erweitern sich und zerreißen den Flugzeugbauch. Nachdem der Boden des Rumpfes abgefallen ist, bereiten sich neue Bruchlinien auf beiden Seiten des Jumbojets aus. Als diese sich vereinigen, wird die Flugzeugnase abgerissen. Jetzt muss Wilde herausfinden, was den anfänglichen Bruch verursacht hat. Er untersucht noch einmal die Stelle, von der die Bruchlinien ausgingen. Dort befindet sich der größte Treibstofftank der 747, der riesige Flügeltank. Er ist so groß wie 2 Garagen. Sogenannte Spannholme aus Aluminium unterteilen ihn in verschiedene Sektionen. Wilde sucht Anhaltspunkte. Im Inneren des Tanks entdeckt er etwas Seltsames. Eine Reihe von Kerben im Vorderholm. Eine außergewöhnliche Entdeckung. Wilde glaubt, dass die Kerben von Spannholmen stammen, die in den Vorderholm gekracht sind. Das wahrscheinlichste Szenario für den Schaden ist also eine Explosion im Tank. Durch eine solche Explosion verzogen sich diese Versteifungsrippen und brachen. Anschließend brach auch der Vorderholm und von dort aus zerbrach dann das ganze Flugzeug. Wilde ist davon überzeugt, dass die Explosion im Flügeltank die Ursache für das Auseinanderbrechen des gesamten Flugzeugs war. Zweifellos hat der Treibstoff die Explosion ausgelöst. Die Ermittler gehen die Tankberichte des Kennedy Airports durch und stellen fest, dass das Bodenpersonal die mittleren Flugtanks der 747 beinahe leer gelassen hatte. Es befanden sich nur 190 Liter Jet A Treibstoff darin, was sich wie eine Pfütze am Grund des Flugzeugbaues ausnimmt. Diese Menge wirkt als Ursache für einen so gewaltigen Schaden sehr gering. Doch Wilde weiß, dass Jet A Treibstoff außergewöhnliche Eigenschaften hat, wie diese Aufnahmen aus dem Testlabor der FAA zeigen. In flüssigem Zustand ist Jet-A-Treibstoff kaum entzündlich. Wenn es aber in einen Tank gefüllt und erhitzt wird, verdampft es und wird hochbrennbar. Nun müssen die Ermittler herausfinden, ob der Treibstoff im Flügeltank des Fluges 800 bis zum Flammpunkt erhitzt wurde. Sie wissen, dass genau unter dem Flügeltank die Klimaanlage installiert ist. Diese produziert kühle Atemluft für die Passagierkabine, wobei sie die heiße Abluft aus den Triebwerken nutzt.
So we have this extremely hot air. Wir haben also nur Zentimeter unter dem Tank diese extrem heiße Luft. Heiß genug, um ein Hähnchen zu grillen. Die Ermittler berechnen den Flammpunkt des Treibstoffs im Flügeltank auf einen relativ niedrigen Wert. 35,8 Grad Celsius. Könnte die Klimaanlage den Treibstoff so erhitzt haben, dass diese kritische Temperatur erreicht wurde? Um dies herauszufinden, führen Wissenschaftler der NTSB und FAA ein riskantes Experiment durch, welches den Flug 800 nachstellt. Sie füllen den Flugtank einer 747 mit 189 Litern Jet-A-Treibstoff und versehen ihn mit 90 Temperaturfühlern. Das Flugzeug steht auf dem Rollfeld, wobei die Klimaanlage 2 Stunden und 45 Minuten in Betrieb ist. Dann startet die 747 im selben Steigprofil des Fluges 800. Ein kalkuliertes Risiko, nicht größer als bei anderen täglichen Flügen tausender Passagiermaschinen. 12 Minuten später erreicht die Maschine eine Flughöhe von 4200 Metern. Die Höhe, in der Flug 800 explodiert ist. Die Ermittler beobachten die Anzeigen der Temperaturfühler und sind entsetzt. Die Temperatur im Flügeltank beträgt 53 Grad Celsius, volle 17 Grad über dem Flammpunkt des Treibstoffs. Dieser Testflug hat bewiesen, dass der Flügeltank entzündbar wurde. Um zu beweisen, dass eine Explosion im Tank stark genug wäre, den verstärkten Aluminiumflügeltank zu zerreißen, bauen die Ingenieure ein Modell im Maßstab 1 zu 4. Sie füllen ihn mit Treibstoffgasen. Dann entzünden sie ihn. Die Kraft der Explosion reicht aus, um den Tank zu zerreißen. Die Tests haben gezeigt, dass der Druck, der sich im Tank bilden kann, ausreicht, ihn zum Bersten zu bringen. Doch die Ermittler rätseln immer noch, was die Treibstoffgase entzündet haben könnte. Sie wissen, dass es in den letzten 33 Jahren 7 Tankexplosionen auf Flügen gegeben hat. Sie alle waren durch dramatische Ereignisse wie Blitzeinschläge, Sabotage oder sogar Triebwerksausfälle ausgelöst worden. Bob Swain untersucht diese und einige Dutzend weitere mögliche Ursachen für eine Entzündung. Er kommt zu dem Schluss, dass es mit der Elektrik im Inneren des Tanks zu tun hat. Wir konnten eine Reihe möglicher Entzündungsursachen ausschließen, kamen aber immer wieder auf das Drahtkabelsystem der Tankanzeige. Die Kabel verlaufen vom Cockpit aus zu den Treibstoffsonden im Inneren des Flügeltanks. Wie man hier sieht, kreuzen sich die Kabel an der Oberseite des Flügeltanks und laufen auf den letzten Block zu. Swain untersucht den Endblock und entdeckt, dass dieser gefährlich scharfe Kanten hat. Er war scharf und hart genug, um die Kabelisolation durchzuschneiden. Swain vermutet, dass ein Drahtkabel frei im Treibstofftank gelegen hat. Dadurch könnte ein gefährlicher Funken ausgelöst worden sein. Doch die Sache bleibt rätselhaft. Denn die Kabel im Treibstofftank sind nur für sehr niedrige Spannungen ausgelegt. Zu gering, um einen Funken zu verursachen. Swain verfolgt die Drahtkabel der Treibstoffsonden außerhalb des Tanks. Hier verbinden sie sich mit Hochspannungsdrähten für die Beleuchtung im Passagierraum und andere Systeme. Diese verlaufen bündelweise im Bauch des 25 Jahre alten Flugzeugs. Er untersucht die noch unbeschädigten Kabel der 747 sowie die von anderen Jumbo-Jets mit ähnlich vielen Dienstjahren und macht eine beunruhigende Entdeckung. Wir waren geschockt von dem Zustand, in dem sich die Kabel befanden. Swain findet Reste von Flüssigkeit und scharfen Metallspänen zwischen den Kabelbündeln. Er entdeckt außerdem verschlissene Kabel, die mit Klebeband repariert wurden, und sogar löchrige Isolierungen. Er schlussfolgert, dass bei älteren 747-Maschinen der schlechte Zustand des Kabelsystems dazu führen kann, dass hohe Spannungen in die Drahtkabel im Tank gelangen. Dort können sie einen Kurzschluss verursachen.
Die Funken, die dabei entstehen, entzünden das Treibstoffgas. Die Ermittler wissen, dass weltweit rund 1200 weitere 747 im Dienst sind. Jede von ihnen könnte mit diesem gravierenden Defekt fliegen und das Leben von tausenden Passagieren gefährden. Die NTSB glaubt, dass die Explosion eines Treibstofftanks, verursacht durch einen Kurzschluss, den Flug 800 abstürzen ließ. Doch sie haben keinen Beweis, denn Kurzschlüsse hinterlassen selten Spuren an den Kabeln. Um ihre Theorie doch noch beweisen zu können, setzen sie alle Hoffnungen auf die Flugschreiber der Boeing. Diese enthalten die einzig erhaltenen Daten über den Flug. Drehen Sie nach links auf Vektor 050 und steigen Sie um den Verkehr herum. Die 13-minütige Stimmaufzeichnung aus dem Cockpit scheint auf nichts Besonderes hinzudeuten. Fliegen auf 4500 Meter. Doch als sie das Band noch einmal abspielen, hören die Ermittler etwas Bemerkenswertes. Kurz bevor das Band abbricht, gibt es zwei sehr kurze Pausen. Sie sind jeweils nur Millisekunden lang. Aber sie verraten, dass der Rekorder für einen Augenblick keinen Strom mehr hatte. Das ist eine wichtige Entdeckung. Die Pausen in der Aufzeichnung stützen die Theorie der Ermittler, wonach ein Kurzschluss den Absturz von Flug 800 verursacht hat. Dies könnte jeder der 1200 Boeing 747 irgendwo auf der Welt auch passieren. Das ist das letzte Puzzleteil. Die Ermittler kennen jetzt die wahrscheinliche Kette von Ereignissen, die Flug TWA 800 zerstörte. Was zerriss einen 300 Tonnen Jumbo nach nur 12 Minuten Routineflug? Was ereilte die 230 Passagiere sowie die Besatzung Sekunden vor dem Unglück? 12,5 Minuten vor der Katastrophe. Flug 800 hebt ab. In der Wartezeit hat die Klimaanlage den Passagieren Kühlung verschafft. Doch sie hat auch den Jet-A-Treibstoff im Flügeltank bis über den Flammpunkt erhitzt. Dieser ist jetzt gefüllt mit 50 Kubikmetern hochexplosiver Treibstoffgase. Die 747 hat sich in eine fliegende Bombe verwandelt. Noch 44 Sekunden. Fliegen auf 4500 Meter. Durch beschädigte Kabel fließt eine hohe elektrische Spannung über die Außenverkabelung in den Tank. Als der Strom einen blanken Kabelabschnitt erreicht, springt er auf eine andere Metalloberfläche über und verursacht einen Kurzschluss. Der dabei entstehende Funke entzündet die tödliche Mischung aus Treibstoff und Luft. Es kommt zur Katastrophe. Die Explosion sprengt einen der inneren Holme heraus, der wiederum auf die äußere Tankhülle trifft und diese in den Flugzeugrumpf schmettert. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 650 Kilometern pro Stunde steht das Flugzeug unter einem massiven Druck. Daher verbreiten sich die Risse im Rumpf sehr schnell. Jetzt verlaufen zahlreiche Risse über den ganzen Flugzeugrumpf. Sie vereinigen sich nach 4 Sekunden und reißen die Bugnase der 747 ab. Die Nase stürzt wie eine Gewehrkugel herab. Das restliche Flugzeug, in dem sich noch die meisten Passagiere befinden, steigt nach oben. Die Ermittler glauben, dass dies der Lichtschweif war, den Augenzeugen am Himmel beobachtet hatten. Aus 4600 Metern Höhe stürzt jetzt auch der Hauptteil des Flugzeugs ab. Ein winziger Funke hat den riesigen Jumbo-Jet zum Absturz gebracht und 230 Menschen getötet. Es dauert mehr als ein Jahr, bis alle Überreste der Opfer identifiziert sind. Die meisten mittels DNA-Analyse. Gemeinsam errichten die Angehörigen auf Long Island ein Denkmal für ihre Lieben. Das Denkmal in Smith Point ist ein Werk der Liebe. Im Mittelpunkt steht eine schwarze Marmorplatte, auf der alle Namen der Flugzeuginsassen zu lesen sind. An diesem Ort gedenkt Jim Hurt seines Sohnes Jamie.
This is the closest place I can be to where he's. Hier ist der Ort, der seiner Grabstätte am nächsten liegt, denn er ist ja da draußen auf dem Meer geblieben. Wenn früh morgens der Nebel dort heraufzieht und sich sanft darüber legt, spürt man die Anwesenheit ihrer Seelen. Die Katastrophe rüttelt die gesamte Luftfahrtindustrie auf. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bringt mehr als 70 neue Richtlinien heraus, um jede Gefahr einer zufälligen Funkenbildung zu unterbinden und die Isolierung der Kabel und Drähte in der Umgebung des Flugtanks zu verbessern. Diese Maßnahmen betreffen 7.500 US-amerikanische Passagierflugzeuge. Boeing befolgt die Anweisungen der FAA und führt zudem das Inerting-System ein, wodurch Tanks durch das Auffüllen mit Stickstoff feuersicher gemacht werden. Jetzt kann sich der Treibstoff nicht mehr entzünden. Die erste Boeing 747 mit diesem neuen Inerting-System wurde im Sommer 2005 in Dienst gestellt. Von 2007 an werden alle Boeings der 7er-Reihe mit dieser neuen Technik ausgerüstet sein.